Hallo Sportfreunde, mein Name ist Johannes Sokas, das hier ist Leonidas Arkona. Wir sind hier auf Zypern, haben unsere eigene Villa im ESN Creator House. Aber heute sind wir hier, um über dein Form-Update zu sprechen. Denn vor 10 Wochen haben wir gedreht, du willst 20 Kilo abnehmen. Ja. Das werden wir heute auswerten. Also ich wollte 20 Kilo abnehmen, jetzt gucken wir mal, wie es aktuell aussieht. Ganz genau, das prüfen wir heute, aber erstmal ein bisschen Training. Let's go. Was machen wir als erstes? Also, you choose. Also ich habe mich ja unten schon ein bisschen warm gemacht mit Seitheben. 4 Sätze. Mit 50 Kilo? Nö. Ja, ich mach mit. Ja. Ey, die haben unten allerdings eine geile Seithebemaschine. Wollen wir runter? Echt jetzt? Ja. Wer bin ich jetzt? Oh, wir sind ja gerade auf Zypern. Ich mache ein bisschen Schultern. Und später gibt es dann noch ein bisschen was zu essen. Und ich habe hier ein bisschen Schultermuskelkater. Ich komme nicht drauf. Soll ich sagen? Wisst ihr, wer gemeint ist? 3, 2, 1. Der David Hoffmann. Ach, David Hoffmann. Ja, stimmt, voll, stimmt. Ne? Oder? Krass, ja. Oder? Also vielen Dank für den mega Support und ja auch generell vielen Dank, dass euch das Ganze so gut gefallen hat. Aha. Aber die sieht auf jeden Fall geil aus, die Maschine. Brauchst gar nicht so hoch oder willst du den Nacken mit trainieren? Ach so. Okay. Okay, auf die Sitze. Du trainierst wie ein Bodybuilder, oder? Jetzt mal ernsthaft. Ja. Also vom Stil her hast du schon einiges verändert. Höhere Wiederholungszahlenbereiche, mehr Volumen. Mhm. Macht halt momentan auch einfach mehr Bock. Kannst du noch so trainieren, wie du vorher trainiert hast, einfach auch von den Lasten her? Merkst du schon das Kaloriendefizit? Digga, merkst du schon das Kaloriendefizit nach zwei? Meine Fangfrage, ja. Ja, also, es ist aber nicht so schlimm, wie ich gedacht hätte. Siehst du? Das ist ganz interessant, es macht sich schon bemerkbar so, aber ein bisschen Schultern so. Aber er fühlt sich auch fitter und vitaler. Zwischen den Sätzen braucht er nicht mehr so lange Pause. Ja, ist schneller wieder fit. Komm mal. Oh, das war nicht gut, weil jetzt bist du ölig und jetzt wird der Griff schwieriger. Ja, komm, ich wisch ab. Na schön, na toll. So, ob ich dasselbe Gewicht wie die Jünger schaffe? I doubt it. Oh, Scheiße. Ah, da wird der Bewegungsradius. Ein bisschen kürzer. Und sehr viel Schwung, ne? Ah. Hey, du sollst es doch kontrolliert machen. Ah. Schwer und falsch. Wir sind ja übrigens gleich schwer eigentlich, kann man schon sagen mittlerweile. Ja. Ne? Mittlerweile haben wir das gleiche Körpergewicht. Und jetzt nach Zypern bin ich wahrscheinlich sogar schwerer als er. Hey, weißt du, was witzig ist? Das letzte Mal, wirklich das letzte Mal, dass ich so viel gewogen habe wie heute, ich sage noch nicht das Gewicht, dass ihr dran bleibt. Als wir uns kennengelernt haben, vor ca. 3 Jahren. Ich habe hintere Schulter schon am Rückentag gemacht. Ich würde dann jetzt einfach drücken für die Schultern. Du drückst ja aktuell gar nichts, ne? Nee. Außer für die Brust. Ja. Ne? Ich finde es auf jeden Fall mega cool, hier einfach eine geile Zeit zusammen zu haben auf Zypern. Wir haben auch schon ein bisschen was für einen Vlog gefilmt, probieren ein bisschen was aus, euch einfach die schönsten Momente einfach zu zeigen. Macht auf jeden Fall Bock, das ist eine riesen Chance, die wir da haben. Auf jeden Fall. Und wir gehen uns auch nicht auf den Sack. Oder? Nö. Der Leonidas zieht sich ab und zu mal zurück in sein Zimmer, in der Villa, ich brauch das dann noch. Wenn er mal Ruhe hat, haben will. Und dann geht's auch schon wieder, ne? Gut. Ja, ey, gestern Abend, das kann man gar nicht sagen. Kann man nicht sagen? Nee, die wollen es doch wissen, aber ich sag's nicht. Sag es, das wollen wir es wissen. Es war so interessant zu sehen, wie alle live waren. Und links waren 2 Personen live, rechts waren alle live bei TikTok, ja. Rechts waren 2 Personen live, hinten waren noch eine live. Und alle haben gequatscht, aber sich selber gar nicht wahrgenommen. Und ich saß da und hab das alles so beobachtet. Das war wie ein Film. Das war wie ein Film, ey. Ich hab's auch gesehen, wie du das gefeiert hast. Ne? Ich hab aber auch gemerkt, wie du mich beobachtest, ich hab dich, wie ich die Leute beobachtet. Ich hab dich gefühlt, 100%, Mann. Obwohl du selbst live warst. Ich war auch noch live. Ey, und später bin ich in mein Zimmer gegangen und hab die anderen live angeguckt. Das ist verrückt, das ist wirklich verrückt. So. Okay, du baller hintere Schulter, ich drück. Okay, ich baller. Aber ich brauch ein bisschen mehr zu ballern. Mach mal gleich Fullstack. Könnte aber schwer sein hier, ne? Aber nicht zu wenig. Wollen ja nicht das Risiko eingehen, dass es leicht ist, ne? Alter, du glaubst, ich schaff das nicht? Bam. Look at this. Das ist die erste Butterfly Reverse in meinem Leben, die wirklich schwer ist. Okay. Das ist richtig krass, weil die sind ja im McFit immer alle viel zu leicht. Ich dachte, es gibt keine Maschinen, die für Leonidas Arkona zu schwer sind. Hallo. Gibt's auch nicht. Ich habe nur gesagt, dass die schwer ist. Oh, fuck.
entdeckt. Wenn ich es gut anfühlt, ja. Bisschen fein? Von der Multipresse. Ich habe den noch nicht benutzt. Aber so allgemein? Nee. Mach ich wenig dran. Schrägbankdrücken im letzten Training hast du gemacht in der Multipresse. Ich wusste nicht, dass ihr... Also Leute, 142 Kilo mit Klamotten, es reicht mir, ich bin zu geil. Ich persönlich glaube, der wird richtig abkackt. Meinst du, er schafft das überhaupt, 20 Kilo? Also 120 Kilo, das, ich glaube, das schafft er nicht. Nachdem du dich jetzt gleich mal freigemacht hast, sprechen wir nochmal, wie sich die Diät für dich angefühlt hat und wie das Ganze war, die Reise. War deine erste offizielle Diät? Ja? Finde ich auch ganz interessant für die Zuschauer, das mal zu erleben, weil jeder macht das ja anders und jeder empfindet es auch anders. Boah, ich bin so müde. Ja, man merkt es, ne? Die Jungs ist fertig. Kann nicht mehr. Komm, zieh dein Shirt aus, Alter. Hau ein paar Posen raus. Ist auch ungewohnt für Leonidas, weil der schläft immer 12 Stunden sonst. Ja. Auf Zypern ist so. Ja, auf Zypern ist Schlafmangelware. Da hilft auch kein More Sleep Spray. Das betreibt nur Schlafbegrenzung. So wie du es auf TikTok auch machst. Ja. Ba-bam. Mach dich mal oben groß jetzt, den langen Oberkörper nochmal. Und bitte schreibt mal in die Kommentare, welche Pose ihr besser findet. Die langgezogene, da ist die Taille ein bisschen schmaler, aber man sieht ein bisschen weniger Bauchmuskeln. Oder nochmal zurück, die andere. Das ist so deine Pose, die zeigst du immer auf Insta. Ja, finde ich auf jeden Fall mal spannend, euer Feedback zu bekommen. Mann, Lackpose habe ich noch nie bei dir gesehen, glaube ich. Auch eine Lackpose. Die Hände in die Seite nehmen und den Lack rausfahren. Boah, kann ich auch nicht. Bisschen nach vorne liegen. Ja, und Brustbreit machen. Keine Ahnung, Digga. Ja, das üben wir auf jeden Fall nochmal. Machen wir das Side-Chest, die habe ich dir schon gezeigt. Ja. Du kannst dir nebenbei mal ein paar Hard-Facts nennen. Komm, hier. Hard-Facts. Willst du dein Körpergewicht schon sagen? Wie viele Wochen Diät? So ist gut, so stehst du gut. Das waren jetzt, glaube ich, knapp 10 Wochen Diät. Und wie viele Kilo sind runter? Willst du schon das spoilern jetzt? Ja, komm, das sind so 15 Kilo jetzt oder so. Knapp 15 Kilo schon. 20 hättest du dir auch. Zeig alles, was du hast. 20 hast du dir vorgenommen. Zeig mal von hinten eine Doppelbizeps. Das wird jetzt interessant. Also eigentlich muss man die Beine ja gar nicht zeigen, weil die sind eh ultra krass. Die einzige Schwäche, die du hast, ist dein Beinbizeps. Yes. Warte. Ah, brutal, Alter. Mal, zieh mal die Latte raus, wie du das hinkriegst. Die Hände sind an die Seite. Schau mal. Du Scheiße. Ey, ihr müsst euch das mal vorstellen. Und du kannst es bestätigen. Hier ist es, glaube ich, auch schon unangenehm. Ich sehe dir die ganze Zeit beim Training zu, wie du dich immer mehr aufpumpst. Das war das aus. Warte. Und denk mir so, Scheiße. Ich denke das nicht, ich sag's halt auch laut. Ich sag, Scheiße, bist du ein Mutant. Zeig uns bitte noch mal kurz die Beine, falls irgendjemand deine Beine durchkennt. Das, das reicht doch. Man sieht doch die Ader noch durch. Durch die Hose durch. Alter Junge, das ist so pervers, ehrlich. Ja, ich meine, reicht. Lass ich schatten. Und du, jetzt pass mal auf, jetzt seht ihr euch mal den Unterschied nochmal an. Ne? Das ist, ich bin jetzt theoretisch der Bodybuilder. Und was du bist, keine Ahnung, du bist einfach ein fucking freaky Mutant. Das ist unfassbar. Junge, Junge. 4000 Kalorien haben wir angefangen. Du hast erst gedacht, so, das ist eigentlich viel zu viel. Johannes, ich muss runtergehen. Wie hast du dich während der Diät bis jetzt gefühlt? Also bis jetzt ging es eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Ich bin halt nicht der beste Esser und deswegen ist mir die Diät nicht ziemlich schwer gefallen. Mhm. Ich habe mehr Probleme zu stopfen als zu verzichten. Und zwischendurch wolltest du immer eigenständig die Kalorien reduzieren. Ich habe dir gesagt, Jonas, nein, isst bitte nach Plan. War relativ simpel, das könnt ihr auch sehen, wenn ihr seine Storys, wenn ihr ihm auf Instagram folgt. Nudeln mit bisschen Hack, ja, Tatar, morgens deine Reisflocken von Vayu. Genau. Ein bisschen Erdnussbutter und hier Designer Way. Apropos, wo wir gerade drüber sprechen, ich glaube, du hast noch nie in deinem Leben so viele Subs benutzt oder jetzt mal for real. Nee, ehrlich, und ich bin wirklich drauf angewiesen, gerade in der Diät momentan. Also dir fällt es auf jeden Fall noch leichter, deine Proteins reinzukriegen. Safe. Und alle anderen Nährstoffe, die du halt brauchst. Ja. Omega 3 etc. pp. Ja, ja, ja. Also wir können zusammenfassen, bis hierher ist gut gelaufen. 15 Kilo sind runter. Ich bin mega beeindruckt. Das ist so unglaublich, wenn ihr das live sehen würdet. Ich glaube, das Video schon krass, ne? Aber ich glaube, du bist mittlerweile schon fast ein bisschen genervt von mir, einfach weil ich mich an deinem Körper so ergötzen kann. Ich sehe das und denke mir und sage, ich spreche laut aus, Alter, bist du ein Mutant, Alter, wirklich. Ja, das Ding ist, du siehst dich halt selber mal ganz anders und ich sehe mich sowieso jetzt nicht so
gucken kann. Aber du bist niemand, der sich an seinem Körper aufgeilt. Nee. Oder so. Weißt du, so ein Bodybuilder, der verliebt in den Spiegel guckt, guckt hier auch rechts und links und da. Du machst es einfach. Ja. Und dann ist gut. Und das Ergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Das Geilste in der Diät ist einfach, tagsüber fühle ich mich viel besser. Ich fühle mich viel vitaler. Fitter, ja. Ich wach viel früher auf. Ich bin du schläfst besser? Deutlich erholter. Und das sind schon mal drei geile Sachen für eine bessere Lebensqualität. Und jetzt sage ich auch, ich will nie wieder, sage ich jetzt mal, Ansage. Wieder, ja, Ansage. Über 130 Kilo hoch. Also zumindest jetzt, nicht mit dem Körperfettanteil und so viel Wasser. Genau, drin. Genau. Jetzt, ja, wo ich halt gerade so die andere Seite kenne, will ich es eigentlich nicht nochmal. Ja, aber es wird doch nicht passieren, weil die ist die Idee bisher leicht gefahren. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Ja, weil, ja. 5 Kilo fehlen noch. Eigentlich. Eigentlich, ja. Ja, wie brutal sollst du aussehen mit nochmal 5 Kilo weniger? Ja. Das wird schon eine richtig kranke Nummer. Leute. Ich habe nach wie vor richtig Bock, ja. Ja. Ich bin mir sicher, du wirst dranbleiben. An dieser Stelle nochmal ganz wichtig, fette Aktion bei ESN im Shop. Ne? Ich bin ja bei Fitmart, du bist direkt bei ESN. Mhm. Und ihr bekommt alle 10 Best... Wolltest du was sagen? 10 Bestseller? Ich wollte ganz kurz sagen, fühlt sich vorher wie so ein Bewerbungsgespräch gerade. Oder? Echt jetzt? Ja, voll, irgendwie schon. 20% könnt ihr sparen auf alle Bestseller im Shop bei Bio, hätte ich fast gesagt, bei ESN. Ihr könnt Leonidas supporten mit dem Code. Ja, mit dem Code Leon, aber weil es halt dein Video ist, supportet auf jeden Fall Johannes ja, ja, mit dem ja, Code. Ist alles gut. Ihr supportet alles. Genau den ihr supporten wollt. Und dann ist alles gut. Ja? Also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schreibt in die Kommentare, Hashtag bis zum bitteren Ende, bis zum bitteren Ende dran geblieben seid. Wir sind raus, bis zum nächsten Video. Denkt daran, der Vlog kommt als nächstes Video. Ich bin auf euer Feedback gespannt. Haut rein.